InsaTV. Land und Leute sind unsere Stars. Seit 470 Tagen ungeschlagen. Vom 5. auf den 4. Platz vorgerückt. Ausverkauftes Stadion. Unentschieden gegen den Rekordmeister Rapid. Jede dieser Schlagzeilen könnte für sich alleine stehen. Aber sie stehen nur für den jüngsten Erfolg der SV Juskurit. Was für eingefleischte Ried-Fans schon zum Alltag gehört, klingt für Außenstehende nach Millionenclub. Wie wir aber wissen, kochen die Innviertel-Spitzenkicker finanziell gesehen auf kleiner Flamme. In der Pause war bei der Bundesliga-Tipp-3-Begegnung noch das 0:0 auf der Anzeigentafel zu sehen. Wir fragten wie gewohnt. Ihre Meinung zum Schiedsrichter? 0. Passt schon. Ja, sehr eigenartig. Manche Sachen waren kurios. Erste Spiele, sind zufrieden? Ja, ich glaube, die erste halbe Stunde war sehr gut, sehr abwechslungsreich. Chancen auf beiden Seiten. Ja, die ersten 15 Minuten waren starke 15 Minuten für Ried. Und Rapid hat auch gezeigt, dass eine gute Mannschaft ist. Aber das Unentschieden 0-0 ist bis jetzt gerecht. Ich hoffe auf einen Sieg in der zweiten Halbzeit. Von Ried? Von Ried natürlich. Ja. Wie sieht es aus mit dem Schiedsrichter? Ja, ein bisschen Fehler macht er. Aber sonst, das muss man in Kauf nehmen, das ist so im Fußball. Uli Jelinek, Kommentar für die erste Spielhälfte. Ja, eines der tollsten Spiele, die ich vor die Rieder seit langem gesehen habe. Also erste Halbzeit sensationell. Die Chancen, schade, dass keins reingegangen ist. Ich glaube, es ist einfach ein spannendes Spiel und es ist alles drinnen für die zweite Halbzeit. Ja, ich sage, dass die Innviertel einfach einen guten Fußball spielen daheim und die Wiener in der Provinz zum Kämpfen haben. Ne? Philipp, ein SV Ried-Fan. Ja, Eckfleischer. Was sagst du zum heutigen Spiel? Ja, Schiedsrichterleistung ist noch nicht so gut, aber ja, hoffen wir, dass es was wird. Ein SV Ried-Fan kommt sogar regelmäßig aus der Steiermark in die Keine-Sorgen-Arena. Ich fahre zu jedem Spiel 300 Kilometer. Nach Ried. Nach Ried, versäume keines seit 1993. Ist für mich, wenn ich nicht bin, ein Ausflug, muss man sagen. Und mir gefällt es da. Das 1:1 als gerechtes Ergebnis brachte die Mannschaft um Paul Kludowatz auf den 4. Tabellenplatz. Wir haben ein Hauptziel für die Mittelfristigkeit. Das heißt eindeutig Stabilität, dass wir mit einem einzigen Spiel in Wiener Neustadt nicht instabil geworden sind, das freut mich mehr als diese, ich würde sagen, doch tolle Serie. Zum einen. Zum zweiten konnten wir heute wiederum, und das ist unser zweites Heimspiel gegen eines der besten Teams Österreich, das auch speziell in der Offensive seine hohen Qualitäten heute gezeigt hat, bestehen. Und das freut mich für unsere Defensive. Herwig Drechsler über den Spielverlauf. Ja, wir haben uns so darauf eingestellt, dass wir auf jeden Fall ungeschlagen bleiben wollten. Wir wollten natürlich das Spiel auch gewinnen, aber im Endeffekt muss man sagen, dass Rapid mehr Chancen gehabt hat und wir haben eine der wenigen Chancen genützt. Peter Hagmeier, zufrieden mit dem Ergebnis? Eigentlich schon. Also es war ein sehr intensiv geführtes Spiel von beiden Mannschaften. Es waren Chancen auf beiden Seiten vorhanden. Aber ich glaube, unterm Strich können beide Mannschaften mit dem Punkt zufrieden sein. Natürlich wäre ein Sieg schön gewesen. Wir haben auch die nötigen Chancen dazu gehabt. Aber man muss fairerweise auch sagen, dass Rapid gut dagegen gehalten hat. Und ich glaube, dass, wie gesagt, beide mit dem Punkt gut leben können. In der anschließenden Pressekonferenz streute Rapids Trainer Peter Backhult den Riedern Rosen. Wir haben vor dem Spiel wieder gewusst, dass es hier nicht einfach ist. Ried hat eine super Heimserie, aber schlussendlich, glaube ich, war es dann zum Schluss, oder vor allem zweite Halbzeit, dann wirklich für die Zuschauer ein sehr ansehnliches Spiel. Ein glücklicher Präsident Hans Wilminger. Die Serie hält an, das ist schön, aber man hat heute schon gesehen, also es war sehr schwer. Rapid ist nicht irgendeine Mannschaft. Das gehört zu den Top-Mannschaften in Österreich und zu Hause unentschieden spielen. Gratulation an meine Jungs. InsaTV ist auch in dieser Spielsaison wieder exklusiver SV Ried-Partner im VIP-Bereich. Hier geben sich unter anderem auch die Trainer und Sponsoren nach dem Match einstellig ein und analysieren das Match. Match-Sponsor war dieses Mal die Lorenz Schuh Group AG. Vorgestellt wurde mit der Marke Ganter der erste SV Juskurit Schuh. Wir sind der Meinung, eine ordentliche Leistung muss auch durch ein ordentliches Schuhwerk gewährleistet werden. Fußballschuhe sind auf dem Rasen wichtig. Unsere Schuhe, der Ganter Aktiv, ist zur Entlastung der Rücken und Gelenke nach dem Spiel und auch vor dem Spiel für uns, glaube ich, die beste Möglichkeit, die SV Juskurit hier zu unterstützen. Wie schon erwähnt, die Fans der SV Juskurit kommen aus vielen Himmelsrichtungen nach Ried.
Noch ehe in Ried das Volksfest beginnt, freut sich der Wiesenschwüri schon auf das Münchner Oktoberfest. Seit 25 Jahren bin ich halt jeden Tag auf der Wiesn und wir kommen viele Österreicher besuchen, viele Oberösterreicher auch und fühlen sich wohl bei mir und denen zeige ich halt ein bisschen die Wiesn. Was macht der Wiesenschurli in Ried? Der Wiesenschurli ist deswegen in Ried, weil er mal auf Einladung vom Stefan da ist, weil ich mich da wahnsinnig wohlfühle. Für mich ist das der schönste und herzlichste VIP-Club in ganz Österreich und ich bin viel unterwegs, ich bin viel im Fußball eingeladen und das ist für mich ein ganz herzlicher VIP-Club da.